Die bayerischen Granden haben genau hingeschaut. Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge in zufriedener Eintracht am Tag nach dem 5:1 gegen Arsenal. Ein bisschen Genugtuung können die beiden am Rande der Präsentation der neuen Bayern-Botschafter nicht verbergen. Gerade nach den Wochen zuvor, in der es Kritik an der Spielweise des Rekordmeisters gab. Ich kann nur dringend empfehlen, diese kritischen Worte, die ich ja schon auch in den letzten Wochen gelesen habe, ein bisschen zu reduzieren. Am Ende des Tages würde ich jedem empfehlen, einen Blick auf die Tabelle auch mal hin und wieder zu werfen. Im Moment steht da nämlich weit voraus der FC Bayern mit 7 Punkten. Ich beobachte das, was ich sehe auf dem Platz. Und gestern bin ich total happy. Meine Frau musste fahren. Ich hatte auch dann noch ein Glas getrunken auf den Sieg, weil das hat mich so begeistert und auch entspannt, weil es war ja von vornherein nicht klar, dass du Arsenal, London mit 5 Toren nach Hause schickst. Und insofern muss ich sagen, das war einfach ein Abend zum Genießen. Gestern ein wunderbares Spiel, das in die ganze Welt übertragen wurde. Also wir wären ja verrückt, wenn wir hier jetzt sitzen würden und würden unruhig auf unserem Hintern hier hin und her wackeln, weil wir vielleicht mal in Bremen oder auch in Freiburg eben nur mit einem Torunterschied gewonnen haben. Also ich glaube, dass ich halte diese Diskussion manchmal für ein Stück absurd und auch deutsch, wenn ich ehrlich bin. Carlo ist ja sicherlich in dieser Beziehung ein fantastischer Trainer, weil er nachgewiesen hat die letzten Jahre, dass er es immer wieder geschafft hat, aus Spielern Mannschaften zu machen. Wenn Sie heute Ex-Spieler von Real Madrid, von Paris Saint-Germain treffen, die schwärmen immer von Carlo als fantastischen Menschen. Und solche Menschen schaffen es natürlich einfacher, aus einzelnen Spielern Mannschaften zu formen.